oder? Junkrat? Oh, was werden da hinten rumgeraten? Was ist ein guter Defense Hero, Benno? Junkrat oder lieber nicht? Bastion, jawohl. Ja? Jo! Ach du meine Güte. Nehme ich den auch, ne? Ihr habt das so vorgeschlagen, ich wollte gar nicht. Ja, fandst du meinen Reinhardt nicht so gut, oder was? Ja, nicht so. Also mit dem Bastion... Hallo? Genau. Ich bin Linksklick. Disconnected.
Wir haben gestern 7 Stunden vom PC gesessen. Offen? Da wissen wir, was ist hier? Hier hat irgendjemand was gegraben oder so. Warte mal, ich mach mir mal kurz noch ein Wasserheimer, ne? Ja. Ich mach mal ganz kurz. Hallo. Ich hab den mal Tag. Wir wissen von den Buddies, wie sie equipped sind in der Folge. Hashtag Zick-Zack. Wir können uns jetzt hier durch zu den Quads von Holly und Ethan. Minus 406 und 654. Hier. Leute, hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Minecraft Varro 4. Und es ist was Schreckliches passiert, beziehungsweise für uns gut. Benny ist gestorben, gerade eben. Ja. Und deswegen sind wir drauf gespannt. Hi, Basti. Hi. So, das Ding ist, wir haben hier Holly und Ethan abgecampt. Wir haben nicht wirklich so lange gewartet, weil wir keinen Bock hatten wie bei Nilo. Das haben wir eh schon in den Folgen vorher gesagt. Das Ding dabei ist jetzt, dass... Leute, hier sind richtig viele vier. Dass Holly und Ethan jetzt seit 3 Tagen nicht aufgenommen haben. Was richtig sick ist eigentlich so. Also ich bin froh, dass wir die nicht gecampt haben, weil dann hätten wir jetzt 21 Stunden vom PC gewartet für nix. Und es kann sein, dass die heute Abend aufnehmen. Wir werden wahrscheinlich nicht da sein, Basti streamt ja immer abends dann so. Also wenn wir halt durchcampen, dann ja, müssen wir die Streams halt absagen, sorry. Das Ding ist, wir haben jetzt die Hoffnung, am Spawn ist, aber ich denke mal, er will jetzt auch. Ja genau, also wir wissen nicht, woran Benny gestorben ist. Wir haben keine Ahnung. Also Theorie ist eigene Falle, wie sie sich aufgestellt haben. Oder es kann auch gut sein, dass sie im Nether verbrannt sind oder irgendwie sowas. Genau. Aber wir gucken einfach mal, ob wir den guten Hauptmann am Spawn jetzt halt treffen. Weil wir sind ja relativ fix am Spawn. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann ist es die 2. Folge, dass wir den Buddies halt irgendwie versuchen, der zu laufen. Ja. Alternativ hätten wir einfach als Plan, dass wir sagen, wir müssen halt auch einfach nochmal caven. Also. Genau. Und wir haben eine Idee gehabt nämlich. Ich habe ja meine Sharp-Tücher schon zusammen. Mir fehlt jetzt nur noch eins, dann könnte ich Sharp 4 dir machen. Aber wir brauchen irgendwann Fire-Aspekt. Also würde ich gerne haben zumindest. Und wir haben bei einem anderen Team gesehen, dass die sich Fire 2 Schwerter machen können. Weil es gibt richtig viele Teams, die haben Bücherregale. Und wir halt leider einfach nicht. Wir haben gelitten. Aber die können sich Fire 2 auf dem Dierschwert machen. Also die haben die Verzauberung schon im Enchanter drin gehabt. Aber darauf wollen wir nicht warten. Und deswegen haben wir geguckt, wie kriegt man Fire Aspekt 1 am effizientesten auf dem Dierschwert. Und die Lösung wäre halt, ein Dierschwert zu machen. Ein Bücherregal und das dann einfach mit einem Bücherregal zu enchanten, weil dann kriegt man das relativ oft. Das Problem, was ich dabei sehe, Basti, wir haben keine Dias für ein Schwert, ne? Stimmt. Das haben wir nicht bedacht so richtig. Aber ist auch egal. Wir werden auch einfach sonst caven, weil wir brauchen halt einfach Dias. So. Das ist halt richtig RIP. Wir sind jetzt wirklich eins der einzigen Teams, das kein Full Dia hatten, obwohl wir dachten, wir sind so gut ausgerüstet. Wir sind gleich da, oder? Ja. Okay. Hier ist Lava. Haben die hier gekämpft? Hat hier irgendjemand gekämpft? Müsste, oder? Kann eigentlich, also... Ja, keine Ahnung, hier vorne ist auch Lava im Wald. Also nicht jetzt, aber irgendwann muss hier jemand gekämpft haben. Ja. Die haben, das sind richtig viele Bäume. Eventuell ist da eine Falle, oder? Ja, ich will jetzt keinen Baum am Spawn abbauen, also. Ja, same. Wollen wir kurz in den Nether gucken? Willst du reingehen? Nur kurz gucken, ob wir was sehen. Ob er vielleicht irgendwie da ist. Oder wollen wir kurz hier rumlaufen und Mobs killen erstmal? Für Level auch, unter anderem. Wir ausmachen. Keine Ahnung, es sind halt jetzt safe XP und wenn er hierher kommt, dann können wir ihn killen. Aber es ist halt immer noch keine Garantie, dass er überhaupt hier gestorben ist oder im Nether gestorben ist, so. Das kann ja überall passiert sein, auch rein theoretisch, wir wissen es ja nicht. Warum ist hier ein Hund? Und wem gehört der? Und Ari. Ja, das kann echt sein, ja. So, ich mache hier gar nichts auf, keinen Ofen, keine Kiste, gar nichts. Ja. Hier ist ein Loch, hier sind überall Löcher am Spawn, pass auf, hier sind überall Löcher. Ich wette, der ist irgendwo hier reingefallen und ist am Fallschaden gestorben. Wollen wir Wasser runterlassen und reingehen? Oder keine Ahnung, was wollen wir machen? Hier sind überall richtige Löcher, so Fallschächte, die auf 30 Blöcke runtergehen oder so. Wo bist denn du? Bin hier auch noch am Spawn rundherum. Also... Ich denke mal, er wird jetzt bestimmt irgendwie sneaken oder so, ne? Ja, ja. Die Frage ist halt, ob er noch hier ist. Aber ich habe das nämlich gerade gesehen. Oh, Benny schreibt in Discord, wie er gestorben ist. Kann eventuell auch ein Trick sein. Aber ja. Wollen wir... Also, soll ich sie vorlesen? Ja, lies vor. Er hat geschrieben, er ist in ein Loch reingefallen, nachdem nachdem Anyart einen Screenshot geschickt hat, was Crankcrafter gegraben hat, dieses Loch. Also müsste es eins von denen sein, oder? Ja, aber das heißt ja nicht, dass
Pop da unten, da unten ist auf jeden Fall das ein Half-Step drin. Das ist so eine Trap, wo man reinschlagen kann von Hagi auch. Ich will da eigentlich jetzt nicht runtergehen irgendwie. Da müssen zu viel Schiss. Ah, das sind noch also Schilder für MLG. Also, nee, das sind Schilder für MLG, keine Slaps. Ich weiß halt nicht, was wollen wir machen? Das sackt halt. Am sichersten ist es, wenn wir jetzt einfach caven gehen. Aber würdest du jetzt caven gehen? Würdest du Nether gehen? Was würdest du machen? Wir müssen halt irgendwas machen, so. Caven? Ja, ich würde die erst nochmal versuchen. Würdest du hier am Spawn caven? Weil vielleicht finden wir Hauptner, wenn er da unten irgendwo ist. Ja. Kommst, okay. Lass mal bei unserer Team-Chest. Mhm, dort runter. Warte, hier sind 5 Creeper, ich kill die kurz. Ja, ich bin jetzt auch schon Level 8. Also ich gehe einfach so. Das warst du, ne? Ja, ja. Aber du siehst ja, wo ich stehe. Ich würde einfach 4 runtergehen. Alter, die Creeper sind der Wahnsinn. So. Ich weiß nicht, ob wir einen Blick in den Nether riskieren sollten. Keine Ahnung. Ja, wollen wir einfach hier runtergehen erstmal? Ja. Wenn sich Banks und Phillips halt einloggen, ist halt... Aua. Aber da, wo du jetzt bist, gehen wir runter, ne? Ja, hier. Okay. Geht klar. Nein, jetzt nicht so, also was heißt Aua? Wir wissen, kann gefährlich werden, aber... Lol, hier ist so ein Schacht direkt neben mir, oder? Ne, hier ist einfach nur ein Loch. Wir können hier runtergehen. Ja, warte. Ich baue aber trotzdem mit Dirt oben zu. Ja, ich habe eine Treppe hier gebaut, kannst du runterkommen. Ist hier eine Höhle. Wollen wir die Höhle ablaufen oder weiter runtergraben? Weiter runter, oder? Ja. Weiter runter. Oder ich kann einfach, ich gehe mal kurz die Höhle hier lang und dann... Oh, ich bin echt paranoid gerade. Aber ich grab mich jetzt runter, ne? Ja, ich komme auch. Eieiei, wäre schön, wenn wir Hauptner gefunden hätten. Aber kann man halt nichts machen, ne? Ja. Wir werden jetzt... Komm, wir finden jetzt einfach Dias und ist alles gut. Dass halt hier Gravel ist, ist aber auch... bisschen lächerlich eigentlich. Aber kriegen wir gleich noch ein bisschen... Haben wir noch Federn überhaupt? Nee, ne? Ich hab noch, nee, ich hab keine mehr. Dieser lächerliche Schacht, als ob Benny da reingefallen ist. Das sind Schilder unten, um MLG zu blockieren, sowas. Also entweder haben die da eine Trap bauen wollen, oder es ist halt echt von irgendwem gegraben so. Dass ich halt so dachte, ja YOLO, ich mach jetzt so Schächte einfach. Ich strip mal in Richtung Norden, ja. Wir sind noch nicht unten, aber, ne? Ja, werde ich aber dann, meine ich. Okay. Ich höre hier Wasser. Soll ich mich hingraben? Ja. Aha, hier bist du. Machen, das ist aber relativ hoch. So, 16 jetzt. Wäre halt echt sick, wenn wir hier Dias finden würden. Das ist halt alles, was wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen 13 Stück. Ich kann dir meinetwegen, ich kann dir ein Bücherregal geben und dann können wir für dich... Wir bauen halt auch Dias hier und ein Dias-Schwert für dich. Ja. Lapis. Ja, das ist halt echt so. Aber ich würde Full Dias erstmal machen, so. Keine Ahnung, dann lass doch einfach auf Sharp 4 gehen erstmal, oder? Ist halt die safere Sache dann. Ja, du brauchst wie viel? Brauchst du ein Buch oder zwei? Ein Buch. Ich habe 3 Bücher schon. Eins habe ich aber in der Team-Chest oben. Aber ich kann hier unten schon mal den Rest machen. Ja. Das ist natürlich jetzt doof, dass es jetzt oben ist, aber... Ja, hätte ich mitnehmen sollen, am Anfang. Aber das können wir dann am Ende der Folge einfach machen, so. Ja, wir müssen, also keine Ahnung, wenn ich jetzt wieder nichts finde, dann verstehe ich es wirklich nicht. Das ist halt unlucky dann, ja. Ich hab Gold, immerhin. Eieiei. Wir wollten halt einfach die Folge auch nicht wasten, leider. Wir dachten uns, wir joinen drauf, weil wenn wir Hauptner treffen, ist es halt Equip-Kill, ein richtig guter. Ja, das Ding ist halt auch, ich glaube die Folge von Hauptner ist jetzt sowieso so oder so unproduktiv jetzt, dadurch, dass wir drauf gejoint sind. Das muss man auch so sehen. Ja, also die Sache ist halt, eventuell hat er vielleicht sogar nicht mehr das Equip von Benny recovern können, weil die nicht wussten, wo wir sind und dass die Angst hatten. Und dann verliert er halt das ganze Gear schon mal und das macht dann, ja, keine Ahnung, da könnte sich halt keiner mehr machen. Jetzt die Entscheidung, also wir mussten so oder so jetzt aufnehmen und da jetzt das halt passiert ist, das war einfach ein guter Anlass jetzt aufzunehmen. Genau. Aber er ist anscheinend echt in dieses Loch reingefallen. Also schreiben halt alle in der Confi so. Was halt wirklich interessant ist. Achtet jetzt auf die Message, vielleicht, dass Hauptner nicht gekickt wird oder sowas, wenn er in der Nähe ist oder so. Ich weiß ja nicht. Sehr schön. Kann ja sein alles. Ich habe eine Schlucht gefunden. Ja, nice, genau. Ich habe jetzt auch schon fast 11 Level, also. Haben wir den 10 Sekunden gekickt? Ich habe jetzt 8 Level. Wir haben jetzt beide zusammen, haben wir genug Level, damit wir das Sharp 4 machen könnten, ne? Ja, theoretisch schon. So, der ist weg. Entschuldigt übrigens die Discord sonst wieder. Ich dachte, wenn ich mich auf Offline stelle, ist das auch weg, aber nö. Okay, hier sind keine Dias in der Schlucht. Das ist schon mal wieder ein Freeze Batman. Erneut. Ja, wir haben die Hälfte der Folge. Das stimmt allerdings, schon. Ja. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Ich hab einen Strip-Mine-Gang gefunden. Ich hab unterm Spawn einen Strip-Mine-Gang. Ja? Und das, ja. Schau mal, ob du da irgendwo vielleicht in diese Löcher reingraben kannst, die da gemacht wurden. Ah, hier bist du, hi. Ja. Gab ja auch ein Team, was sich zum Spawn halt per Strip-Mine halt hier hinbauen wollte, ne? Also ja. Die Frage ist, ob die schon da sind.
kann das halt nicht wissen. Was ist das denn jetzt für ein Bug, Alter? Der Spitzhacke ist dreimal hintereinander kaputt gegangen, obwohl ich... Ah, ich hab, glaube ich, den Gang auch. Ah, das könnte halt echt sein, ne? Komm, jetzt gib mir doch einfach Dias. Oh Leute, ich hab Dias! Genau, wenn ich sag! RIP! Bitte sag mir, dass es viele sind. Ich sehe 4 der Wahl. Es sind, glaube ich, nur 4. Ne, 5. Ja, okay, 5. Das ist... Ja, also, damit wäre ich schon mal für dir. Willst du gleich machen? Also, ja, wenn du halt gönnst. Ja, ja, klar. Mir fehlt halt Chestplit und die meisten haben eine Chestplit. Das heißt, wenn ich auch nicht full bin, dann... Wo bist denn du? Du warst ja auch gerade noch irgendwo. Ja, ich komme zurück in die Schlucht. Also hier ist Obby gekippt, also hier war... Siehst du meinen Namen? Unter ja, dir ein bisschen? Namen. Kannst du zu mir kommen? Okay. Grab dich einfach direkt über mir runter. Ich grab dir entgegen. Komm vom Wasser runter. Ja, warte, ich mach mal ohne Wasser. Ich leg dir die Dias gleich hier und grab mich dann auch in die Richtung erstmal weiter. Jo. Hast du eigentlich gebratenes Eisen zum Stacken? Ja, ich habe 29 im Inf. Kannst du mir was abgeben? Kann ich dir 3 Stück geben, habe ich nicht die ganze Zeit. Ja, drop mir die einfach. Hab ich getan. Perfekt. Ich glaube, ich grab einfach straight in die Richtung erstmal weiter. Hauptner hat das Equip, hat er gerade geschrieben. So. Mal ganz gut, jetzt finden wir nochmal beide für dich. So. Wäre halt krass nochmal, Nachdauer nochmal. Aber ich meine, ich bin leveltechnisch auch gut. Du hast den Enchanter und Amboss, oder? Oder hab ich die? Ja. Ja, hast du. Ich hab alles. Wollen wir vor Ende der Folge nochmal drauf oder wollen wir durchmahnen? Ich meine, es wäre schon sick, wenn wir das Sharp 4 machen könnten. Ja, dann lass bei 13 Minuten oder so nach oben. Hast du ein Buch im Inf, ja, ne? Ich hab 2 Bücher. Kannst du checken, ob du Sharp 1 bekommst? Weil wenn wir das haben, dann ist es nur noch Amboss. Nee, hab ich nicht. Ah, schade. Hier ist eine Jack-O-Lantern, lol. Hier sind voll viele Jack-O-Lanterns. Hier war definitiv jemand. What the hell? Oh Mann, oh Mann. Zum Glück habe ich genug Eisenspitzhacken verzaubert in den letzten Folgen. Ja. Boah, komm, jetzt gönn doch mal. Ich habe so lange keine Dias gefunden. Ich wirklich, also ich muss auch nochmal... Folge 2 oder so das letzte Mal wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss auch nochmal ganz kurz zu meinem Fail was ansprechen. Also der ein oder andere Kandidat von euch hat es eventuell mitgekriegt, dass ich zweimal miteinander das gleiche Video hochgeladen habe. Also es ist sehr vielen aufgefallen, so. Das war ein Test. Nee, aber ich habe halt an dem Tag 6 Stunden gestreamt und habe dann das Video relativ spät geschnitten und dann halt auch anschließend in der Nacht hochgeladen. Ja, keine Ahnung, ich habe die halt... Ja, es war ein Fail und so weiter, aber ich denke mal, es wird keine weiteren Konsequenzen haben. War halt, warum auch? Ich kann ja hochladen, was ich will, mehr oder weniger, solange halt am nächsten Tag sozusagen die nächste Folge Bau und dann kommt, was ja jetzt auch dann kam, 2 Stunden später. So, es gibt ja keine Regel, was besagt, dass du die Folge nicht doppelt hochladen darfst, solange du weiterhin alles hochlädst, was du aufgenommen hast, praktisch. Nur also aufgenommene Sachen dürfen halt einfach nur nicht verschwinden, das ist so die Regel. Halt, schade, dass ihr das trotzdem halt so geliked habt und so, als wenn wir hoch... Keine Ahnung, kann man ja... Was, die Pulting Crafting Pad? Einfach mal so zwei Videos, einfach zweimal das gleiche Video einfach hochladen. Mach eigentlich kein YouTuber, oder? Also das ist ja bestimmt eigentlich... Also Profit schlägst du damit bestimmt aus. Ja, das denke ich schon. Aber locker ist das verboten, oder? Das muss doch locker in den YouTube angehen. Also eigentlich, was ich interessant finde, ist, wenn ich dasselbe Video zweimal hochlade, dann sagt mir YouTube so doppelt hochgeladen, fehlgeschlagen. Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht. Also das ist halt echt strange so. Also du hast irgendwas geändert, einen Frame hast du geändert, damit du doppelt Money machst, gibst du. Also wir müssen eigentlich bald drauf, oder? So wie ich das sehe. Ich bin so greedy auf diese türkisen Dinger. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich hab nochmal eine Menge Lapis gefunden. Es tut mir auch leid, dass ich echt nichts finde, aber... Keine Ahnung, ich kann ja auch nichts machen, also es ist halt so low. Ich habe jetzt 13 Level, ne? Also es geht echt schnell mit Leveln. Muss man schon mal sagen, hier, an der Stelle. Warte, in die Cave hier. Komm, jetzt gib doch. Gönn. Ich bin gerade noch beschwert, dass ich keine Dias bekomme, dann habe ich welche bekommen. Jetzt will mir keiner mehr geben, obwohl ich mich beschwere. Ach komm. Ach, Mojang. Das ist halt richtig der Shit eigentlich, dass wir mit der Folge so spoilern, ne? Das tut mir eigentlich auch voll leid. Weil unsere Folge kommt einen Tag früher. Ah, ist halt unlucky, ne? Aber kann man nichts machen, Leute, wir haben halt versucht, die zu killen, so. Was willst du? Ja, aber wenn wir halt danach gehen, ob wir jetzt die anderen spoilern, dafür halt unsere Folge... Ja, okay, Folgen, ja. Er kann Ninos Folge mit dem Snipe kommen auch irgendwie 2 Tage früher. Ja, ist natürlich. Ja, keine Ahnung, wir haben jetzt noch eine Minute, wollen wir hoch. Ja. Mach noch 3-mal jetzt hier, komm. 3. Redstone noch, das nehme ich noch mit.
Bin jetzt fast 13 Level. Ja, ich hab schon. Ja, nee, also ganz ehrlich, ich bin so tot im Caven, also ich krieg überhaupt nichts gebacken. Pures Unluck. Einfach. Und at least, ich bin halt jetzt voll dir, so, aber ich hab's mir eigentlich jetzt nicht verdient, aber. Oh, nein, ich hab meine Enderperle geworfen. Ja, moin. Ernsthaft? Oh, rip. Oh, Basti. Ich stieg mich gerade schon nach oben, ne? Ja, ich auch. Ich steck mich in der Schlucht hoch, Whisky, aber... Aber wir werden gekickt. Kommst du noch nach oben, bevor du gekickt wirst? Ja, ich sollte es schaffen. Okay. Ich denke, ich auch. Ah, Gott. Das Ding ist halt, jetzt sind wir wieder von Holly und Eason weg und wir haben keine Ahnung, wann die aufnehmen, aber... 3 Tage halt, ne? Es war halt nur so eine Spekulation, dass die vielleicht irgendwann mal um 16 Uhr joinen oder so, aber... Ja gut, ich schaff's doch nicht nach oben. Jetzt auf Höhe 50. Ich bin oben. Wie ist mein Name? Nee. Soll ich mich einfach im Spawn ausloggen? Ja, ich habe keine andere Wahl. Ciao. Jo, war... Ja, also keine Ahnung, die letzte Folge war schon so ein bisschen ein kleiner Reinschuss. Diesmal war es ein bisschen besser. Wir haben jetzt trotzdem unsere Level. Du hast halt trotzdem eigentlich Sharp 4 jetzt halt die auch gemacht, mehr oder weniger. Dich kriegen wir auf Full Deep Pro 2. Den Helm machen wir nächste Folge einfach. Das Schwert auch im Prinzip, ne? Dann müssen wir gucken, was sich ergibt. Wir haben halt einfach die Möglichkeit genutzt, weil es hätte sein können, dass wir einfach Hauptmanns treffen oder so. Der ist geschwächt. Keine Ahnung. Naja Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Benny ist gestorben. Gerade eben. Wir sind gleich da, oder? Ja. Würdest du hier im Spawn cave, weil vielleicht finden wir Hauptner, wenn er da unten irgendwo ist. Komm, jetzt gib mir noch einfach Dias. Oh nein, ich hab Dias! Genau, wenn ich... Jaja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptner von Die Buddies Zocken zu einer neuen Folge Varo. Ich würde sagen, wir trainen einfach direkt auf dem Server, oder? Was meinst du? Ja. 3, 2, 1, go. Ich bin drauf. Ich bin auch drauf. So, ich wir mussten vorhin schon drauf. Gerade so lachen. Ihr wisst Bescheid, gestern haben wir Veni und Basti auf dem Server getroffen und die sind extra... Oh Gott, was war das? Bei mir pumpt's, Mann. Hey Leute, hier sind wir auch und der Benny von Die Buddies Zocken und heute gibt es eine neue Folge Varo 4. Es ist mittlerweile die 12. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall müssen wir heute die Falle fertig bauen, da ist nur mehr wirklich ein minimaler Aufwand. Und wir werden heute den Max Enchanter machen, also auf 3 gehen wir rein. 1, 2, 3, go! Let's go, mal gucken. Okay. Ich hoffe, es joint niemand hinterher. Oh Gott, das sind Redstone-Blöcke. Wo? Vor mir. Und ist, der ganze Spawn sieht irgendwie anders aus, ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay, warte. Okay, mal gucken. Ich grab mich jetzt hier mal nach oben. Ja, ich mach mir am Anfang auf jeden Fall direkt mal Full Deer. Oder nicht Full Deer, 3/4 Deer. Okay.
So. Perfekt. Boots so, warte. Hab ich mir gegönnt und den Helm haben wir gesagt. Hier beim Cobblestone können wir uns dann nach unten bauen. Oh no, ich mach hier nichts. Hier sind ja die Fallen gewesen. Genau, aufpassen, dass du nicht reinfällst. Ich grab grad alles ab. Perfekt. Ich guck so rein, ja, da war ein Schild da unten, genauso wie unsere eigentlich. Okay, warte, in welche Richtung muss ich da? Ich denke, was haben komm, wir denn gemacht? Komm in die andere Richtung, hier lang. Hier sind halt überall Bäume, wollen wir die abbauen? Stimmt, obwohl das könnte eine Falle sein, lass das nicht machen. Ich mach mir ja kurz eine Axt. Stimmt, warte, die wollte ich auch machen, ist eine gute Idee. Hast du Eisen für mich? Ich hab mir, warte, nimm Stein hier. Ich hab okay. mir gerade eine Eisen schon genommen. Ja, hat er sich gegönnt. Ja, so, warte, hier ist noch eine Kuh, die nehme ich mit. Ja, perfekt. Einfach, damit kein anderer Leder bekommt. So, jetzt gucken wir mal. Ich gebe auf jeden Fall Wassereimer in meine Hotbar. Ja, ich muss mir dann noch kurz Wasser holen. Ja, ja, gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Holz abbauen. Für die ganzen Bücherregale, für den Full-Level-Enchanter. Und zwar ein Level-30-Enchanter benötigt 15 Bücherregale. Dazu brauchen wir 90 Holz. Und das sollten wir eigentlich relativ schnell bekommen, glaube ich. Und wir brauchen ein paar Schilder noch, die wir ganz unten bei unserer Falle hinmachen. Damit er auch safe wird, stirbt. Ja, war bei der letzten Folge dann etwas stressig zum Ende hin. Aber ja, kein Problem. Ich habe gleich kein Essen mehr. Ich habe so viel Essen, ich kann dir okay, was geben. Ich habe noch 8 Chicken. Okay, perfekt, das reicht auf jeden Fall. Wir werden dann auf jeden Fall in den Nether gehen, wenn die Falle fertig ist. Level Farm und das ganze Zeug mal braten. Wir haben so viel Stuff, so viel Gold, so viel Essen. Und ja. Na. So. Ich habe jetzt wie viel Holz? 27 Stück. Warte, weißt du noch, was du gesagt hast, wie viel Holz wir benötigen? 90 Stück. Habe ich gerade eben nochmal gesagt. Also, ach so. Ich habe eigentlich genug. Okay. Ja, ich nehme noch kurz ein bisschen was mit. Vielleicht ja. warten wir noch kurz, ob Blätter abfallen wegen Äpfel? Ja, kannst du sonst machen hier. Ja. Warte, ich sehe da einen. Einen haben wir. Perfekt. Ich meine, ich glaube, in unserer Kiste waren auch schon ein paar Stück, 5 Stück oder so. Ich habe 4 im Inventar. Okay, ja, läuft. Hier habe ich noch einen. Ja, sehr nice, Mann. Also hier, ich habe jetzt 5 Stück. Drop-Chance ist auf jeden Fall okay, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Ich gehe jetzt dann runter. Hast du das mit dem Wasser schon gefixt? Nee, das habe ich noch nicht gefixt. Okay, dann mach das am besten schnell, weil ich gehe jetzt dann runter. Ja, und platzierst das Schild und dann die Falle ist ja sofort fertig. Ja, genau, okay. deswegen. Also... Ich habe jetzt keinen Apfel hier gesehen. So, warte, was ist hier? Da geht's bis runter, man, da könnte man auch easy sterben. So, warte, was ist hier? Oh lol, da geht's bis runter, man, da könnte man auch easy sterben. Oh, warte, ich... Oh Gott, Gott sei Dank hat keiner in die Öfen geguckt. Da war noch das ganze Gold drinnen von uns. Was? Hast du das einfach drin gelassen? Ja, Mann, aber... Ja gut, es hat ja keiner reingeguckt. Läuft auf jeden Fall. So, ich gebe 2 Goldäpfel in die Kiste rein. Ja, perfekt. Und ich werfe ein bisschen Kabel weg. Ich habe so viel Shit nämlich schon wieder dabei. So, ich gehe jetzt runter. Ich mache mir kurz mal ein paar Schilder. Brauche nämlich nicht viele. Ja. So. Hey, Mann. Okay. Ich die Schilder habe ich. Zuckerer weggemacht, da ist noch nichts ausgelöst worden. So, warte. Ich grab mich hier jetzt wieder runter nach unten. Ich ja, perfekt. Hier komme ich rein, perfekt. So, kann ich schon wegmachen? Nee, nee, warte noch, ich stehe oben jetzt nicht wegmachen. Okay, dann gehe ich hier jetzt kurz rein und mach Wasser, damit ich bis nach unten komme. Ja, perfekt. So, ich mache hier noch kurz einen Block hin. Ich glaube, das könnte so ganz gut aussehen. Okay. Hier noch ein Zuckerrohr drauf, perfekt. Und das Zeug sollte ich hier mitnehmen. So, ich gehe jetzt wieder nach oben. Okay. Sollte klappen. Oh Gott, geht das langsam, fuck man. Im Prinzip kannst du das Zeug wegmachen. Ja, ich schwimme gerade nach oben, also okay. Ich hoffe von der Tiefe passt das auch. Ja, sollte passen, denke ich mal. Also da kommt kein Block-Update da oben mehr, oder? Warte, ich platziere noch einen Block, ich habe so wenig Platz im Inventar, das fuckt halt mega ab. So, jetzt. Ja, Erde. Hast du alles? So sieht gut aus, hier mache ich auch noch kurz einen Block weg. Okay, dann lass das schnell jetzt machen. Ich platziere noch ein Wasser hin, warte noch ganz kurz. Und dann ist ready, safety first. Ja. Passt. Komm, auf geht's. Ja. Dies das. Perfekt. Ja. Sieht gut aus. Ich mach hier zu. Kann ich abbauen? Warte. Genau ein Loch sollten wir lassen. Genau ja, so. Kann ich abbauen? Ja, jetzt kannst du abbauen, ja. Okay. Es ist noch kein anderer auf dem Server. Das ist super. Perfekt. Okay, das ist alles abgebaut. Ich baue jetzt die Erde noch ab. Ja. Ich will jetzt nicht runterfallen irgendwie durch den Park. Das ist suboptimal. So.
Okay. Ich guck direkt mal in unsere Chest rein und ich würde sagen, wir nehmen dann alles mit, was wir mitnehmen können. Ja, warte, du hast mich hier wieder eingebaut. Ja. Bin das ich? Hier war Erde. Okay, perfekt. Ich habe einen Cauldron auf jeden Fall am Start. Sehr cool, perfekt. Das reicht für mich. Holz habe ich auch am Start. In der Kiste 2 Gapples, nimmst du die mit? Ja. TNT brauchen wir nicht. Dias nehme ich mit, das sind meine. Öfen brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber ich nehme sie einfach mit. Haben wir 9 Stück. Sapling brauche ich nicht. Das Holz gebe ich auch rein. Ich nehme das hier mit. Oh Gott, ich bin tot! Nicht dein Scheiß Ernst. Warum war da ein Loch hinter mir? Das war noch immer da von Krankrafter. Oh mein Gott. Es ist so lächerlich. GG, Benny. Es ist so lächerlich. Oh mein Gott. Ja, ich nehme dein ganzes Zeug. Alles klar. Es hätte so gut sein können. Es hätte so fucking gut sein können. Oh mein Gott. Und ich hatte, weißt du, was das Belastende war? Ich drücke halt den Slot für, wo ich einen Wassereimer immer habe. Und da war der Wassereimer nicht, er war ein daneben. Oh mein Gott. GG. Einfach GG. Mhm, einfach fucking GG. Ich bin direkt vor unserer Kiste gestanden. Ja man, da hat Grindcrafter vor einer Zeit mal alles gemacht. Oh Gott. Schärfe-Schwert brauche ich nicht, Lava-Eimer brauche ich auch nicht, Stärke 4 brauche ich. Was hast du noch alles dabei gehabt? Ich hatte Dias mit, die ganze Dia-Rüstung. Ich glaube, du musst auf jeden Fall mal hochgehen und das Zeug in die Kiste safen. Warte, ich werfe jetzt ein bisschen Essen weg. Stärke 3. Also das ist lächerlich. Ey Mann, ich habe noch dazu, ich habe mich wirklich in den ganzen Folgen bis jetzt noch nie so sicher gefühlt wie jetzt. Und dann ist einfach ein Scheißloch. Jetzt sind die gejoint. Oh mein Gott, ich sneak jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich reingehen soll irgendwo. Ey Mann. Die wollen wahrscheinlich jetzt dich holen. Ja Mann, die wollen die Gunst der Stunde nutzen, Mann. Ey, Digga. Ey. Machst du nix? Ah, belastend. Ja Mann. Sind die in der Nähe vom Spawn? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Okay, ich glaub, also die waren letzte Folge eigentlich in der Nähe von Ethan und Holly. Das heißt eigentlich weit weg. Ich bin ganz zwei an dem Gegner sterben. Ja, ist halt echt so, Mann. Wie lächerlich ist der Tod, bitte. Nein, ich gebe mir die Kugel, ohne Witz. Digga, wir hätten wir hätten jetzt einen Full Level Enchanter machen können. Ja, alles können wir trotzdem. Ja, kannst du machen. Aber wir hätten Full Deal gehabt. Wir hätten ein Sharp 5 Schwert machen können oder am Anfang ein Sharp 4 Deal Schwert. Mhm. Easy mit 3 Level. Mehr hätten wir nicht gebraucht. Oh mein Gott. Abgehoben. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt irgendwo am Spawn sind. Ich möchte halt einfach nur in den Nether. Das Zeug nehmen und ab in den Nether. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Namen sehe. Sonst gehe ich einfach. Ich gehe rein. Waren die da irgendwo? Ich hoffe mal nicht. Rein da. Ist ein Zombie? Gut. Hey Digga, Mann, ich bin gerade so geschockt, dass du einfach down gehst. Ey. Fuck, Mann. What the fuck? Ich pack's immer noch nicht. Ich hoffe, ich hab alles mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich alles dabei hab. Ich muss jetzt erstmal weglaufen. Fuck, man. Einfach nur Gott. Vielleicht hat sie halt schon wieder Angst, dass du eine Falle baust oder so. Ja, Mann. Aber, Mann, Digga, was machst du einfach? Ich check's nicht, Mann. Ich check's nicht. Full Level Enchanter, Mann. Was mach ich denn jetzt? Ich muss mir das jetzt einfach mal angucken, selbst wie das passiert ist. Digga, du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert. Aber echt ein scheiß Loch, ich seh's gerade. Ein Loch wird einfach. So bescheuert, Mann. Digga, ich kann's nicht anders ausdrücken. Warum hast du denn das scheiß Loch bis jetzt noch nie zugemacht? Weiß ich nicht, ich habe mir vorhin noch gerade so gedacht, ey, das Loch ist eigentlich perfekt hier, da kann locker irgendein Gegner einfach reinfallen, weil er blöd ist und du fällst einfach rein. Hast du eigentlich die ganzen Bücher gemacht? Ich war gerade am Büchercraften, weißt du, ganz gechillt bin ich dann, Werkbank, mach alle Bücher. Ich hab's Leder halt nicht dabei. Doch, 37 Bücher habe ich. Okay. Ist nicht das ganze Leder, aber
Ja gut, ich meine 37 Bücher reicht fürs Erste. Ich kann ja dann notfalls sowieso wieder in die O-Welt. Ich habe 20 Level, ich habe deine Level, glaube ich, ein bisschen bekommen. Ich baue jetzt auf jeden Fall Level ab, ich brauche die 30 Level. Also ich gegen jeden, den ich fighte, ich brauche die Level einfach. Ich brauche jetzt wirklich das OP-ste Zeug vom OP-sten, weil 1 gegen 2 wird absolut krass. Ja. Ich meine, ich habe jetzt einige Tierrüstungsseile. Danke, Penny, für Sponsoren. Aber, hey, Mann. Das ist einfach unglaublich. Warte, wo bist du jetzt eigentlich? Im Nether gerade, also okay. Ich versuche jetzt da meine 30 Level zu erfahren. Und muss gucken, Mann. Ich muss einfach gucken. Es ist einfach der Genius-Move gewesen. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, in ein Loch reinzufallen. Ja, weil du kannst halt drüber steppen auch noch, aber du machst es. Das ist der Profi-Move gewesen. Das war halt unser Plan. Lächerlich. Oh Gott. Ja, für noch dazu, weißt du, wenn du im Craften bist, du bist dann auf absolut nichts vorbereitet. Nee. Oh Gott. Nee. Nur Pech beim Zocken, weißt du? Da, nee. Wir hatten eigentlich das Glück mit dem Zuckerrohr, da kommt sowas. Ja, Mann. Scheiße, Mann. Fuck, demotiviert das gerade. Aber Digga, ich reiß für uns das. Ich reiß das. Ich mach ja, einen MC-Expert im Finale. Ist mir scheißegal. Ich baue da irgendeinen Shit auf. Ist mir egal, wer da kommt. Ich baller die weg mit einer Kanone oder so. Ich mach eine Factions-Kanone. Ich mach einen 250-Stacker und schieß die in Nirvana rein. Juckt mich nicht. Wir gewinnen das Ding, Mann. Also, von allen vier Varo-Staffeln war das der mit Abstand lächerlichste Tod, den es jemals gegeben hat. Er macht einen Schritt zurück, pumpt tot. Ey, Mann. Okay, ich habe aber schon 23 Level, das heißt, mit den Level, das geht sich gut aus. Gut, ich meine, ja. Habe ich Leder dabei? Ich habe nicht Leder dabei, aber ich bin nicht weit weg. Das heißt, ich mache das in der Folge, in der ich alleine auf dem Server bin. Ja. Gott sei Dank habe ich dein ganzes Zeug gecrapped. Ja. Also was wichtig, weil ich... Hattest du noch Leder dabei? Nee, habe ich alles vercraftet. Okay, das heißt, der Rest ist wahrscheinlich in der Kiste, oder? Ja. Also okay. Ich sehe es gerade bei mir. Ich hatte Gold, Dias. Ja, habe ich alles. Ich habe 6 Dias, deine Dierrüstung. TNT. TNT habe ich ein Stück im Inventar. Keine Ahnung, ob das deins war. War das deins? Was? Ein TNT-Stück. Ja, das war meins. Okay. Ich habe jetzt 25 Level bis jetzt. Also jetzt heißt es wirklich schnell farmen. Ich werde dann snipen. Es ist mir egal. Ich werde dann 1 gegen 2 snipen. Ich kack mir da nicht so ins Hemd wie andere. Das ist mir scheißegal. Es... Keine Ahnung. Was soll ich halt sonst machen, Mann? Ich will jetzt dann nicht auf Pussy-Mode gehen mit einer komplett geilen Rüstung und nichts erreichen, Mann. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich dann den Full-Level-Enchanter aufstellst, dann wirklich deine ganze Rüstung irgendwie auf Brot 4 machst, Dierschwert auf Sharp 4 mit Fire-Aspect 2 und... Warte, du kannst einen Power 5 Bogen machen? Ja, Mann. Ich kann einen Power 5 Bogen einfach machen. Also, ja. Also du bist dann, glaube ich, so am besten equipped im Projekt, kann man sagen? Ja, kann man durchaus sagen. Ich meine, mir fehlen jetzt noch, ja, 4,5 Level circa. Okay. Dann hab ich das. Weißt du, was das Schlimmste dran ist? Was? Ich bin nicht mal mad, weil der Tod so lächerlich war. Ja, ich meine, du bist halt einfach selber schuld, muss man sagen. Ja, obwohl so selber schon kann ich nicht gewesen sein. Ja gut, ich meine, eigentlich hat dich Crankcrafter gefickt. Ja, er hat dich einfach gedrückt. Ja. Aber dass du das Loch noch nicht bemerkt hast. Ich wusste nicht mal, dass da ein Loch war. Ich habe in irgendeiner Folge sogar gesagt, fuck, da ist ja auf einmal ein Loch vor mir. Ohne Witz. Scheiße, Mann. Ja. Weißt du, und du gehst halt einfach einen Schritt zurück, das war... Oh, jetzt ist ein Loch hier so für mich. What the fuck? Tod. Na, Mann. Inventar nicht sortiert, weil warum sollte ich jetzt sterben? Ja, okay, was soll ich sagen? Ja. Ich kann nur lachen, eigentlich. Oh Mann. Es ist schade. Das ist auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, wir haben noch gute Chancen, muss ich sagen. Ich meine, man kann ein 1 vs 2 schon reißen, wenn man ein bisschen Grips hat, auch weil die ganzen guten Teams jetzt nicht die beste Rüstung haben, muss man sagen. Ja. Sondern eher die schlechten Teams, die so gute Rüstung haben. Und ich glaube, auch mit Fallen kann ich da noch einiges rausreißen. Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, so bis jetzt, wir haben uns gut equipped, wir haben gute Fallen und geile Fallen gebaut. Jetzt wäre es eigentlich zum Schnetzeln gekommen. Jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Hey Mann. Oh Mann. Du lässt mich halt wieder alleine einfach, es juckt dich nicht. Ja, juckt mich gar nicht. Ja, ich hatte keinen Bock jetzt, weil, okay, jetzt geht's um Schnetzeln, das heißt, wir müssen Leute snipen, jeden Tag 7 Stunden vom PC campen. Ja, Mann. Habe ich mir einfach so gedacht, bring ich mal ein Loch, Jungs, ich bin raus, kein Bock drauf. Hey. Oh
Okay, ich habe jetzt 28 Level. Also ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge anfangen, dass ich mir Full Level Enchants mache und dann werde ich snipen gehen. Anders ja, perfekt. Nicht. Ja, das gut. Ist ja jetzt das Coole, Leute. Hobner hat 30 Level und er kann jetzt jedes Teil enchanten und muss dafür nur 3 Level verschwenden und kann dann wieder hoch auf 30. Bam, also... Digga, ich sehe schon in der Konfi, dass da geschrieben wurde. Ich will gar nicht reingucken. Ey, Mann. Oh Gott, Mann. Was hast du nur gemacht, Mann? Hättest du das scheiß Loch zugemacht, Mann? Ja, warum? Ich dachte... Ja, hallo, das sind so viele Löcher. Du bist in der letzten Folge fast in die Falle reingelaufen, Mann. Ja, pass doch wenig auf. Fuck, Mann, was, das ist jetzt nicht meine Schuld, dass du in das Loch gelaufen bist. Fuck, Mann. Fuck, Mann. Na, was soll's, Leute? Positiv bleiben, wir reißen das Ding noch. Also, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Varo 4 ohne das gewohnte Intro, weil es einfach momentan nicht passt. Wie ihr vielleicht schon im Titel lesen könnt, ist etwas passiert und zwar ist mein Teampartner Sergeant Max aus Varo 4 ausgeschieden. Das hat nichts mit einem komischen Tod zu tun, er ist nicht irgendwie gekillt worden oder eine Klippe runtergefallen oder hat falsches Texture Pack benutzt. Er hat in seinen beiden aktuellen Folgen Standbilder gehabt, die ungefähr 10 Sekunden gingen und in Regeln steht, dass man keine Frames überspringen darf. Da er schon einen Strike hatte und für jede Folge jetzt einen weiteren Strike kassiert, hat er 3 Strikes und ist damit aus dem Projekt ausgeschieden. Das wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, die jetzt gerade noch im Anschluss laufen wird, nicht. Und das ist mega schade. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, dass sowas passiert ist. Niemand kann etwas für. Es ist halt einfach nur wirklich, wirklich scheiße gelaufen. Und man muss die Regeln, die man hat, durchsetzen und ich bin froh und ich bin dankbar, dass man diese Regeln auch konsequent durchsetzt, auch wenn es uns jetzt selber getroffen hat. Aber da müssen wir einfach ein GG dranhängen, ist passiert. Nichtsdestotrotz wird es weitergehen, ich werde weiter kämpfen. Das Problem ist nur, Max hatte halt Enchantment Table, Amboss, Diamanten, Spitzhacke, was ich mir jetzt alles nochmal neu suchen muss. Und ja, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge. Diese Folge ist halt noch vom Stand, hey cool, wir machen einfach weiter und finden alles und sind mega cool drauf und wissen noch nichts von den beiden Strikes. Von daher nicht wundern, wenn diese Folge ein bisschen anders wird. Danke auf jeden Fall. Erstmal persönlich auch an Max, dass es überhaupt möglich war, mit ihm hier Varo zu machen. Das bedeutet mir extrem viel und es ist einfach super schade, dass ich nicht mit ihm beenden kann. Aber es soll dennoch nicht meine Motivation so weit runterziehen, dass ich jetzt irgendwie eine Klippe runterspringe und sage, ja, das war's für mich mit Varo. Ich werde weitermachen, ich werde mir Equipment suchen, ich werde Einzelkämpfe suchen und dann hoffe ich, dass ich das Projekt irgendwie gut zu Ende bringen kann. Danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und jetzt geht's los mit der eigentlichen Folge. Wir sind zurück zu Varo 4 und join auf dem Server in 3, 2, 1, das? Okay, jetzt. Ja, los, los, okay, go. Wir haben den Alminenschacht gefunden. Max muss mir unbedingt Holz geben. Ein Scheiß mal, ich werde erstmal ganz kurz Dena und Tobi begrüßen. Der hey, ist doch gar nicht Dena da. Ach doch, der ist doch da. Hey, der ist doch in Italien. Alles klar, Boys. So. ja. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Wo sind die alle so gesprächs... so neutral. Gesprächsfaul, Alter. Was ist da los? Gesprächsneutral, würdest du sagen. Was brauchen wir für ein Bücherregal? Was brauchen wir für ein Bücherregal? Bücherregal? Ja. Boah, das brauchen wir nicht, Max. Schreib mir doch einfach nur, was man dafür braucht. Holz und 3 Bücher. Ja, ich habe 3 Bücher und Holz habe ich auch. Ja, das ist doch schon mal nett. So, wie ich mich kenne, verbaue ich mir jetzt eh wieder. Was baust du denn gerade, wenn ich fragen darf? Ich mache mir jetzt einen Powerbogen. Das ist so das, was ich vorhatte. Machst du einen Bogen? 3 Holz, also 3 Holzsticks und 3 Strings. So und der, genau.
So, ich mache aber 4 Stück. 4 Bögen? 4 Bögen? Warum? Ja. Ja, für Powerbogen. Bisschen Upgrade, ich kenn mich absolut nicht aus, Alter. So. So, den einen kann ich ja wegschmeißen hier. Den brauche ich ja nicht. So, pass auf. Jetzt das hier. Und das. Und dann schon mal Bauer 1. So. Das hier ein bisschen was wegschmeißen, das oder? Und das. Kann ich so mal weg tun. Bauer 1. So. Und das. Das ist dann wieder Power 1. Also immer dasselbe, Leute. Es ist immer genau dasselbe. So, ein Bogen müsste noch da liegen, den du jetzt von mir weggeklaut hast. Ja, da liegen, ich habe noch einen, der liegt da sowieso, glaube ich, noch F, keine Ahnung, oder? Ne, das ist der kaputte. Nee. Du hast meinen Bogen geklaut. Wie viel Power 1 brauchen wir? 4 oder 3? 4, ne? Bogen meinst du jetzt? Ja, um die zusammen zu hämmern. Aber hast du ja auch einen Bogen. Ich dachte, ich mache mir einen Bogen. Nee, beide, oder? Macht doch Sinn, wenn wir es beide haben. Das wäre doch dumm, wenn nicht. Ja, also ich... Ich habe jetzt 4-mal Power 1. Ich würde halt deine Level nicht dafür verschwenden. Jetzt weil du... Ja. Brauchst du kurz einen Amboss? Du hast übrigens einen Bogen von mir aufgehoben, ne? Das ist mal ganz kurz nebenbei sagen. Entspann dich mal ein bisschen, Alter. Du bist mir echt unentspannt mittlerweile so. Max, du machst dann mit einem anderen Partner, okay? Scheiße, wie viel Level hast du noch? Ich kann auch den einen Bogen machen, das war's. Ich hab jetzt ein paar. Okay.
zeige ich die kalte Schulter. Der Feind ist drin. Backe, backe, Kuchen. Nee, kriegst du nicht. Jetzt krieg ich dich. Da liegt ja Schnee. Irgendwann krieg ich dich. Und dann keine Erkältung. Noch drei Ziele übrig. Holt euch keine Erkältung. Soldat. Jetzt wird's interessant. Die Mission des Feindes wurde ausgemacht. Noch ein Ziel. Schalten Sie es aus, Soldat. Versperre ihnen den Weg. Irgendwann kriege ich dich. Schnee gebrauchen. 5, 4, 3, 2, 1. Ausrücken! Wo sind sie denn alle hin? Und dann keine Erkenntnis. Das ist nicht meine erste Schneeballschlacht. Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Oh nein, es liegt alles an mir. Drei Ziele übrig. Oh, komm endlich raus. 5, 4, 3, 2, 1. Ausrücken!
Noch zwei Ziele übrig. Du entkommst mir nicht. Wo sind sie denn alle? Komm sofort! Hallo zusammen! Noch ein Feind übrig. Gerechte Sache. Wo sind sie denn alle hin? Fünf, vier, drei, 2, 1, ausrücken! Irgendwann kriege ich dich! Mein Atem braucht keine Engel. Hey, das ist unfair! Der Winter kommt dieses Jahr früher! Noch 3 Ziele übrig. Zwei Ziele übrig. Noch ein Feind übrig. Entkommst mir nicht. Hallo, wie steht's?
5, 4, 3, 2, 1, ausrücken! Ich sperre ihm den Weg. Ein Schneeball für die gerechte Sache. Jetzt kriege ich das. Noch 3 Ziele übrig. Hi, in diesem betäuben die Kondome, und zwar die Penisspitze. Dadurch kann man länger im Bett. Die Betäubung erfolgt durch die Creme auf der Innenseite des Kondoms. Kondom überziehen und direkt drauf losrammeln. Ist nicht so gut. Warte lieber 10 bis 15 Minuten, bis die Benzokain-Lotion ihre Wirkung entfaltet gegen Biss. Wenn du die Kondome kaufen willst, gib's unten auf den Link. Die effektivsten Soldaten sind die...
reißen Sie sich zusammen. Behalten Sie Ihre Munition im Blick und erledigen Sie verdammt noch 5, 4, 3, 2, 1. Ausschalten! Und ein Teil der Erkannte zusammen. Hi! Da bist du! Das ist nicht deine erste Schneeballschlacht. Lade nach! Nimm das! Komm sofort! Richtig. Nun liegt es an Ihnen, Soldat. Jetzt wird's interessant. Ich hab den Schnee mehr. Jetzt krieg ich dich. Hallo. Ich sperre Ihnen den Weg. Jetzt könnte ich haben Sie mich nicht brauchen. Da liegt der Schnee. Backe, backe, Kuh. Mann. Liegt es an Ihnen, Soldat? Oh nein, jetzt liegt alles an mir. Du entkommst mir nicht. Wie unheimlich. Hallo, wie steht's? Backe, backe, Kuchen. Schulter. Erwischt ihr mich mit? Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Hallo? 5, 4, 3, 2, 1. Ausschalten! Es tut mir so leid. Mein Ultimate braucht noch einen Moment. Mein Ultimate braucht noch einen Moment. Drei Ziele übrig. Zwei Ziele übrig. Jetzt krieg ich dich. Hey, das ist unfair. Ich hoffe, ihr habt Eispickel dabei. Schaut das mal an. Achtung, Soldat. Jetzt krieg ich dich. Nur noch ein Ziel übrig. Gestöber. Drei Ziele übrig. Nimm das. Der Feind ist hier.
liegt es an Ihnen, Soldat. Jetzt wird's interessant. Ja, es ist Wien, es ist wirklich Wien. Du weißt. Du nennst dich jetzt YSL No Plug bzw. YSL Betsy. Wieso Betsy? Wird Moneyboy jetzt eine weibliche Seite mehr rauslassen? Na Bro, YSL Betsy. Was ist das? So steht's da. YSL Busy, Mois. Ah, okay. YSL Busy. Mein neuer Name ist YSL No Plug. Das steht für neue Qualität. Wie lange hast du gebraucht, um dir diesen Namen zu merken? Moneyboy jetzt ja angeblich schon länger ohne Drogen, quasi clean. Wie geht's dir damit? Ja, also auf jeden Fall ist es mega nice. So, ich bin weg von den Drugs und lebe den Healthy Lifestyle, das Shake Life, und das ist mega gut auch. Also ich brauche das nicht so, um abzuturnen. Ich bin high von life, einfach so vom Erfolg, und ich genieße so, keine Ahnung, einen Sonnenstrahl und eine nice Windbrise und so. Das ist für mich schon wie Drogen. Ich bin da weg von dem und das ist auch mega gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja, es ist nice. Von einer Skala von 0 bis 10 bin ich mindestens 20 enttäuscht vom Moneyboy. Er hat sich komplett selber verkauft. Früher war er extrem geil. Jetzt keine Ahnung, was er jetzt macht. Bist du auch enttäuscht vom Moneyboy? Naja, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich krank. Du bist krank? Aber ich mir gedacht, das lasse ich mir nicht entgehen. Von dem her, ich meine, ich bin jetzt auch nicht rauchen gegangen. Im Gegensatz zu früher ist er schon scheiße, oder? Das stimmt, ja. Neues Stichwort Donald Trump. Könntest du dir auch vorstellen, in Österreich zu kandidieren? Er wird österreichischer Präsident, ja. Und du wirst ihn wählen. Da bist du! Nimm das! Jetzt krieg ich dich! Jetzt krieg ich dich! Drei Ziele übrig. Nun liegt es an Ihnen, Soldat. Wählen auf mich. Backe, backe Kuchen. Backe, backe Kuchen. Tut mir leid, tut mir leid. Es tut mir so leid. Wirklich. 5, 4, 3, 2, 1. Ausschalten. Mist. Irgendwann kriege ich dich. Komm dieses Jahr früher. Nun liegt es an Ihnen, Soldat. Zählen auf mich. Krieg ich dich. Ausdrücken!
jede Weile aufhalten. Ich habe keine Schnee mehr. Und keine Erkältung. Jetzt müssen wir das Eis brechen. Volltreffer. Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Noch zwei Ziele, nur noch ein Ziel. Schalten Sie es aus, Soldat. Ich brauche mehr Schnee. Lade nach. Nun liegt es an Ihnen, Soldat. Zählen auf mich. Position des Feindes wurde ausgemacht. Schau dir das mal an. Ultimative Blick. 5, 4, 3, 2, 1. Ausschalten. Hallo, wie steht's? Wie unheimlich. Wie unheimlich. Hey, das ist unfair! Zeit für ein bisschen Schneegestöber! Zeit für ein bisschen Schneegestöber! Zeit für ein bisschen Schneegestöber! So liegt es an Ihnen, Soldat! Mission fehlgeschlagen!
Das ist Boris. Boris kriegt alles gebacken. Wirklich alles. Aber kann er auch etwas backen, so knusprig wie Chips und so lecker wie Cookies? Ihr seid doch verrückt. Balsen kann's. Die neuen Cookie Chips. Knusprig wie Chips, lecker wie Cookies. Hast du versucht, Eva und mich auseinanderzubringen? Ja. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du damit angerichtet hast? Ich bin auf Ute reingefallen, weil ich niemals geglaubt hätte, dass sie sowas durchziehen würde. Ich laufe. Ja, der Papa kommt nach Hause. Das ist eine Allergie. Was hast du gegessen? Wir müssen in die Notaufnahme. Ich habe was anderes gegessen. Nee, nur was getrunken. Was hat denn das Krankenhaus gesagt? Dass mein Leben zerstört ist. Was? Ich bin wahrscheinlich allergisch gegen Bier. Ich schwöre dir hiermit hoch und heilig, dass ich dich nie wieder auf deine Clownphobie anspreche. Ich will unseren Check einlösen. Paco und ich wollen gern wegfahren. Nur er und ich. Stehen bleiben. Tasche. Was? Deine Schnauze mach! Gegen irgendwas allergisch. Sowas entwickelt sich auch mit der Zeit. Bei Miki und ihrer Hundehaarallergie war es genauso. Aber nicht gegen Bier. Das ist für mich ein Grundnahrungsmittel. Da kannst du mir gleich ein Bein amputieren. Ich jetzt übertreib doch mal nicht. Weißt du, als das Krankenhaus angerufen hatte, da hatte ich gedacht, es ist was Schlimmes passiert. Hallo, das ist schlimm. Vielleicht warst du auch einfach nur gegen einen bestimmten Inhaltsstoff allergisch. Was hast du denn genau getrunken? Vielleicht irgendeine billige Plüre wie Pampelmuse, Passionsfrucht oder irgendwie, oh Gott. Bei dem Gedanken bin ich schon schlecht. Okay.
Käse trinke ich doch nicht. Was ist denn mit dem finnischen Bier? Das gehörte zur Geburtstagsüberraschung, also lange Geschichte. Ja, könnte aber eine Erklärung sein. Wer weiß, was da alles drin war. Und die Finnen haben das nicht so mit dem Reinheitsgebot. Also heißt das, dass ich vielleicht doch Bier trinken könnte? Könnte sein. Aber genau das sollten wir testen. Du denkst ernsthaft, ich hätte einen Typen mit Clownsmaske und Waffe auf dich? Ja, weil du immer einen draufsetzen. Was soll das denn heißen? Ich sag mir, Bauschömerz Kuh, ich hab dich gezwungen, ihren Euter zu kitzeln. Na und? Du hast mich mit der irren Ilse zusammen in den Stall gesteckt. Die ist nicht umsonst so, Ellie. Ich hatte sau Angst. So schlimm ist die gar nicht. Die hat gedacht, ich bin ihr Kälbchen. Die hat mich abgeleckt. Das ist süß. Casey, ernsthaft, das ist Kinderkack von früher. Ich inszeniere doch keine Überfälle auf dich. Ich trau dir alles zu. In deinem kranken Hirnzelt ist bestimmt zur Schocktherapie. Und guck mal, was passiert. Ich klapp einen Clown kaputt. Hey, hey, bleib stehen. Ach, egal. Hauptsache, wir haben das Geld. Und weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir gehen jetzt zur Polizei und wir zeigen einen Clown an. Wolltest du das nicht immer schon mal machen? Super, nicht so schnell. Ich glaube, wir können die Dinger mal draußen. Ja, auf jeden Fall. Nicht so schnell, mein Schatz. Komm nicht hinterher. Alles okay? Wusstest du, dass die beiden wieder zusammen sind? Till ist vor 2 Tagen wieder hoch zu Eva gezogen. Und warum sagst du mir nichts davon? Weißt du was, wenn du Beziehungsupdates haben möchtest, guck doch einfach bei Explore Friends nach, ja? Time to figure out just why my thoughts are leading me back to what I really need. Ich dachte, ich bin nur gegen dieses finnische Bier allergisch. Warum soll ich denn jetzt Kölsch trinken? Wir müssen bei der Testreihe streng wissenschaftlich vorgehen, damit wir eindeutig ausschließen, dass du gegen Kölsch allergisch reagierst. Was, wenn nicht? Dann haben wir zur Not die hier. Antihistamine. Ist das nicht ein bisschen zu riskant? Ich komme mir echt so ein bisschen wie so ein Versuchsbambi vor. Ich pass doch auf. Ihr könnt ruhig schon gehen, wir machen das schon. Nur ein Schnapsglas pro Sorte. Und nicht mehr als 3 Runden. Ja. Hier, 4 Kölsch. 4 Pilz, 4 ausländische Sorten. Danach ist Schluss. Und ich führe Buch über Sorte, Inhaltsstoffe und Reaktion der Testpersonen. Robert? Ja? Ich verlasse mich auf dich. Keine Extrarunden und keine 4. Runde. Und wenn Bambi auf irgendwas allergisch reagiert, eine davon. Ja, Frau Doktor. Und du komm ja bitte nicht auf die Idee mitzutesten. Du nimmst noch Schmerzmittel und das verträgt sich nicht mit Alkohol. Sag mal, was denkt ihr an ihr? Was ist die Bier? Ein Besäufnis oder was? Wir sind Männer der Wissenschaft und erfüllen nur unsere Aufgabe, ja? Benno trinkt Bier. Und Robert, passt auf, für die Wissenschaft. Genau. Na, dann wünschen wir den Wissenschaftlern einen erfolgreichen Arbeitstag. Prost. So, Herr Hirschberger, sind Sie bereit für die erste Testreihe? Was man nicht alles für die Wissenschaft tut. Eben. Glas. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit dem guten Bitburger Siegelhopfen. Und deshalb bitte ein Bit. Entdecke die Extraportion Feuchtigkeit für dein Haar. Gul-Feuchtigkeitsaufbau mit Tokuma und Öl regeneriert trockenes Haar gezielt und bringt so den Feuchtigkeitsgehalt ins Gleichgewicht. Erlebe das schöne Gefühl von schwereloser Geschmeidigkeit. Neu, Feuchtigkeitsaufbau von Gul, das Gul-Gefühl. Meine beste Zeit ist jetzt. Meine jetzt. Und unser Geheimnis? Nivea Q10 Plus, die einzige Q10-Tagespflege mit klinisch bewiesener Wirkung. Anti-Age-Schutz, mildert Falten, mehr Spannkraft. Meine beste Zeit ist jetzt. Starten Sie Ihre mit Q10 Plus von Nivea. Deutschlands Parfummarke Nummer 1 macht Verführung einfach. Bruno Banani,
Düfte für ihn. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein RTL. Alles okay? Ja, danke. Und trinken wir noch einen schönen Kaffee zusammen? Das wird knapp. Ich habe gleich einen Mandantentermin. Schade. Was ist los? Guck mal, wir stehen unter Beobachtung. Ute wird sich mit der Situation abfinden müssen. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so intrigant sein kann. Steckt dir die Zunge in den Hals und behauptet dann auch noch, es hätte sie gemacht, weil du Gefühle für sie hast. Das sind die Hormone. Ich würde das Ganze nicht so überbewerten. Ich bleib dabei. Das ist total krank. Ich habe Mitschuld an der ganzen Sache. Ich hätte merken müssen, was mit Ute los ist. Und stattdessen lasse ich sie in dem Glauben, dass sie noch eine Chance bei mir hat. Ich bin so ein Vollidiot. Du nimmst sie in Schutz? Sie hat es beinahe geschafft, uns auseinanderzubringen. Hey, kommt ihr mit, Schiller? Frühstück oben ist nicht. Kühlschrank ist leer. Hast du wieder nicht eingekauft? Wieso ich? Ich habe Dinge untertauscht. Echt jetzt? Hast du? Wieso sagst du nichts? Dann er wahrscheinlich wieder mir die Schuld in die Schuhe schieben will. Ich würde es mir an deiner Stelle gut überlegen. Ist ja jetzt auch egal, ne? Ich hab Hunger. Kommt ihr mit oder nicht? Na, wollt ihr nicht mal wissen, wo wir gerade herkommen? Du wirst es uns ja jetzt bestimmt erzählen. Von der Polizei. Wir wurden von einem Clown überfallen. Echt jetzt? Ja, wir haben erst den Check eingelöst und auf einmal steht da so ein Riesenmonster mit so einer Clownsmaske vor uns und bedroht uns mit einer Waffe. Ja, also er war 1,70 und die Waffe hat er nicht gezogen. Ja, aber er hatte eine und ich dachte natürlich, das wäre Easy oder Tobias, weil Ellie die dir engagiert hat für irgendeine bescheuerte Schocktherapie. Ja, und dann? Dann habe ich ihm eins verpasst und dann ist er hingefallen und dann komplett Licht aus. Sie hat ihn mit der Tasche eins übergezogen, dann ist er gestolpert und war dann kurz weg. Ja. Und dann hat er den Typ an die Polizei übergeben. Nein, er hat sich verpisst, weil Ellie mich abgelenkt hat. Aber ich habe ihn in der Verbrecherkartei erkannt. Und was ist mit der Kohle? Ja, die haben wir natürlich noch. Ja, dank mir. Krass, du hast dich mit einem Clown angelegt und gewonnen. Heißt das, du hast dein Trauma jetzt überwunden? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh mein Gott, ich bin geheilt. Du bist geheilt. Und? Merkst du was? Mhm. Dass Kölsch morgens nicht so richtig schmeckt. Wäre mir neu. Vielleicht liegt das an einer Allergie. Hast du irgendein Kribbeln im Mund? Ist deine Zunge angeschwollen? Nee. Nur Kölsch schmeckt vor 12 nicht so lecker wie nach Feierabend. Jetzt nur das letzte Bier, oder? Mhm, eher alle. Eher alle gleich schlecht, oder gibt's Unterschiede? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Komisch. Was machst du denn da jetzt? Ich glaube, das solltest du nicht machen. Irene hat doch gesagt, wegen deiner Schmerzmittel. Hallo. Ein Schluck. Ja. Weiß gar nicht, was du hast. Ist doch lecker. Und was wird das jetzt? Kontrollversuch. Auch lecker. Vielleicht hat deine Allergie deine Geschmacksnerven gestört. Oder morgens Kölsch ist einfach nichts für mich. Wo willst du hin? Ich glaube, ich habe erstmal genug fürs Erste. Ich muss los. Ich muss Sina von der Uni abholen. Wir wollten noch Geburtstagsgeschenke schicken. Wir haben noch eine zweite Testreihe, hallo. Wir machen heute Abend weiter, okay? Und keine Selbstversuche mehr. Du weißt, es gibt Ärger mit dir. Ja, ja, hau ab. Warum dich das so dermaßen stört. Du, Noah und ich, wir sind wieder eine Familie und darauf kommt es doch nur an. Du hast sie gerade eben wieder in Schutz genommen. Das habe ich nicht. Ich versuche nur, sie zu verstehen. Was bitteschön gibt es daran zu verstehen? Sie wollte dich mir ausspannen. Fertig. So einfach ist es nicht. Doch, ganz genau so einfach ist das. Ute ist schuld an der ganzen Situation. Versuch doch einmal, dich in Utes Lage zu versetzen. Nee, ganz bestimmt nicht. Sie ist 40. Schwanger, allein. Sie hat eine Krebserkrankung, die jederzeit zurückkommen kann. Ute hat einfach Angst, alleine zu bleiben. Ja? Sie hat sich in irgendeine Idee verrannt, aber das hat alles nichts mit mir zu tun. Sie manipuliert dich doch jetzt schon. Wie soll das denn erst werden, wenn das Kind da ist?
Also ich fahre zwar kein Taxi mehr, aber das Gefühl, das kenne ich noch gut. Du biegst in ein schmales Gässchen ein und ein dicker Brummi blockiert dir den Weg. Du knallst den Rückwärtsgang rein, aber zu spät. Deine Hintermänner kleben dir an der Stoßstange. Da gibt's kein Vor und kein Zurück. Blöd, wenn man im Auto sitzt. Schlimmer, wenn es einem im richtigen Leben passiert. Da kann man nicht immer warten, bis der Weg wieder frei ist. Die wenigsten Hindernisse verschwinden von selber. Die muss man aus dem Weg räumen. Und das ist oft verdammt schwer. Und manchmal sogar unmöglich. Ich investiere in das Londoner Abwassersystem. Wir investieren europaweit. In Wind! Und ich investiere in Großimmobilien. Das alles ist Ihre Allianz Lebensversicherung. Weltweite Investitionen in ein Portfolio zukunftsorientierter Projekte. Renditestark und sicher. Ihre Sicherheit für morgen. Allianz. Tada! Da staunst du, oder? Guck mal, ich kann in den Spiegel gucken, ohne dass ich Panik krieg. Cool. Ja, dann kannst du jetzt endlich dein Fotoshooting machen und reich und berühmt werden. Danke. Wofür? Du hast den Grundstein für meinen Therapieerfolg gelegt. Ohne deine bescheuerte Konfrontationssache hätte ich jetzt bestimmt immer noch total Schiss. Für den Killer-Clown kann ich leider immer noch nichts. Ja, der war ja nur die Fahrprüfung. Du bist der Grund, warum ich so cool geblieben bin. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. An der VHS bieten sie übrigens richtige Clown-Seminare. Also wenn du mal lernen willst, wie du dich so richtig schminkst und Pantomime oder wie du lustig auf die Fresse fällst, das ist doch eigentlich total cool, oder? Nee, das ist nicht so mein Ding. Da kloppe ich dann nur alle kaputt. Das ist, glaube ich, nicht so Sinn der Sache. Aber Clowns, die darf ich dich schon nennen, oder? Ich meine, das passt doch jetzt. Wag es nicht. Du musst jetzt auch gehen. Ich muss mich abschminken, sonst verstopft das meine Poren. Tschüss. Okay, Clowns, aber mach nicht zu lange, Clowns. Die Jungs warten mit dem Frühstück auf uns, Clowns. Hey. Machst du mir einen Espresso? Ja, klar. Ich wollte mich übrigens noch bei dir bedanken. Wofür? Für den Espresso? Nein, dafür, dass Till bei dir wohnen durfte. Du, kein Ding. Macht man so unter Freunden. Hat er dir auch erzählt, warum wir Stress hatten? Da halte ich mich raus. Bin nur froh, dass es vorbei ist. Ja, ich auch. An deiner Stelle würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. Wieso? Naja, Ute ist deine Geschäftspartnerin. Bisschen riskant, wenn du mich fragst. Ich frag dich aber nicht. Die Frau dreht total durch. Sie hat mich so lange provoziert, bis ich ihr eine geknallt habe. Und dann hat sie sich an Till rangemacht. Hier, das sind keine Schwangerschaftshormone. Die ist total irre. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder ihren nächsten Aussetzer hat. Weißt du, was mich am meisten nervt? Dass ihr euch alle bei mir ausrollt. Aber jeder von euch erzählt mir eine andere Version. Ja, aber du hast Eva, lass gut sein. Ich will deine Version gar nicht hören. Hier ist dein Espresso. Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Could you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? Euch schmecken. Danke. Wenn die Mädels doch noch kommen, dann sagt Bescheid, ja? Okay. Ich glaube nicht, dass sie noch kommen.
Nee, Casey würde ja eh nichts essen. Wenn, dann höchstens irgendwelche Körner. Da kommen sie. Hey. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Boah, hab ich einen Kohldampf. Gibt's hier auch Müsli mit Leinsamen? Nein, hier gibt's nur richtiges Essen. Na gut, dann esse ich halt nichts. Ich muss sowieso in Topform sein für das Shooting. Du wolltest auch nicht mehr, oder? Hm. Wisst ihr eigentlich schon, was ihr mit eurem Anteil von der Kohle macht? Also, ich fahre mit meiner heißen Schlüpferprinzessin in den Urlaub. Mm, da bin ich dabei. Wie sieht's bei euch aus? Ich könnte mal wieder ein neues Laptop gebrauchen. Das ist ja langweilig. Also, ich möchte nach L.A. Urlaub? Nein, Arbeit. Dann gehe ich zu Castings und zu Partys und so und lerne die ganzen wichtigen Leute kennen. Ja, weil die haben alle auf sie gewartet da. Das sage ich ja nicht. Ich weiß auch, dass das nicht einfach wird und so, aber... Jessie, wie stellst du dir das denn vor? Hm? Wenn du da zu Castings gehen willst, dann brauchst du auch einen Agenten da drüben. Hast du den? Nein. Sprichst du akzentfreies Englisch? No fucking way. Und wie lange reichen 5.000 Euro in den USA? Vielleicht ein verlängertes Wochenende? Super. Aber Casting Couch wäre auch eine Option. Hm? Oder? Hast du da Talent in die Richtung? Da würden dir bestimmt alle Hosen offen stehen. Das war echt eine gute Idee mit dem gefakten Romananfang. Dein Verleger war begeistert. Hat er dich etwa angerufen? Ja. Du machst mir langsam echt Angst, PR-Genie. Willst du mir meinen Job eigentlich abjagen? Nee, lass mal. Ich habe mit meinem genug zu tun. Wie läuft's eigentlich mit Eva? Schwierig. Erzähl. Ute ist das Thema rund um die Uhr. Mhm. Ute. Ute ist die blödeste Bitch. Ute hat einen bösen Masterplan. Ute ist der Antichrist und so weiter und so fort. Ja, wie ein Terrier, der sich an seinem Knochen festgebissen hat, ne? Ja, und wie nehme ich ihr den Knochen wieder weg? Indem du ihr was Spannenderes bietest. Was denn zum Beispiel? Du musst sie verwöhnen. Kauf ihr Schuhe, Champagner. Ach Quatsch, am besten beides. Ah ja, und Sex wirkt manchmal wahre Wunder. Und entspannt. Willst du noch eine Runde Skalpelle shoppen oder war es das heute, Frau Doktor? Nee, ich bin fix und fertig. Aber wir können eine Runde über den Weihnachtsmarkt. Was immer du willst, heute ist dein Tag. Nur auf Glühwein würde ich verzichten, nicht deswegen auch noch allergisch bin. Ah, muss bauen. Was hat denn eure Testreihe ergeben? Wir sind noch zu keinem Endergebnis gekommen, weil ich vorzeitig abgebrochen habe nach dem Kölsch. Wie schlecht war? Ja, ein bisschen. Aber das hat nichts mit der Allergie zu tun. Morgens Bier ist einfach nicht mein Ding. Das ist doch aber ein positiver Indikator. Keine Übelkeit, keine Schweißausbrüche. Guck mal, A. A. Die Zunge ist nicht geschwollen. Das weist schon mal darauf hin, dass du nicht gegen Kölsch allergisch bist. Ja, Gott sei Dank. Auf dieses finnische Bier kann ich eh verzichten. Das hat nach Elch geschmeckt. Mhm. Aber ich muss die Testreihe noch zu Ende bringen. Herr Dr. Küpper war nicht begeistert, dass ich abgehauen bin. Ganz ehrlich, der wollte nur jemandem beim Bier trinken zugucken, weil er selber gerade nicht darf. So ein Schlitzohr. Entsetzt. Schönen guten Tag, die Damen. Sagen Sie mal, gibt es hier Schnitzelbrötchen? Die gab es doch schon immer, das weißt du doch. Hätte diese Dame meines Herzens vielleicht die Güte, mir eins drüber zu schnitzeln? Du hast getrunken. Ich? Kaum was. Vielleicht schon. So, jetzt ein kleines bisschen. Für die Wissenschaft. Ich war nämlich in der Kontrollgruppe. Robert, du nimmst Medikamente. Ich hab doch gesagt, dass du das lassen sollst. Ich geh dann mal. Arbeitslose Trinker finde ich immer so ein bisschen deprimierend. Was ich trinke? Also? Hallo, das war nur so. Mehr war das gar nicht. Ja. Lass sie reden. Ex-Models, die haben ständig Hunger, die essen ja auch nie was. Kein Wunder, dass sie schlechte Laune hat. Hätte ich doch auch. Apropos Hunger, wo ist eigentlich mein Schnitzelbrötchen? Nikos, ich gehe mal mit Robert kurz nach oben, ja? Okay. Bin gleich wieder da. Das ist eine sehr gute Idee. Aber warum kurz? Ich kann doch auch lang. Ja, bitte, komm. Aber nicht kurz, lass uns lang. Sie wissen ja, Väter tun so einiges, um ihre Kinder zu beeindrucken. Mehrfach Wimbledon-Gewinn reicht da nicht. Es muss schon der Hauptgewinn sein. Und zwar ein ganz besonderer. Naja, und dann noch ein Familienauto finden, das nicht nur den Kindern Spaß macht? Echt unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Die V-Klasse. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.
Vom ersten Tag an können Sie die Zukunft Ihres Babys mitgestalten. Die beste Grundlage für seine Gesundheit ist Stillen. Vertrauen Sie danach der Nummer 1, Aptamil Folgemilch, basierend auf 40 Jahren Forschung. Unsere Pronutra-Rezeptur trägt zur Gehirnentwicklung und zu einem gesunden Immunsystem bei. Die Zukunft Ihres Babys liegt in Ihren Händen. Aptamil, heute für morgen. Und natürlich alle Vorzüge von Aptamil auch in der Aptamil HA-Folgenahrung. Schultern sind für Großes geschaffen. Auf ihrem Weg zum Ruhm tragen sie Niederlagen und Schmerz. Aber in Bestform tragen Schultern Stolz. Das neue Head & Shoulders. Denn Schultern können viel tragen, aber niemals Schuppen. Head & Shoulders, die Nummer 1 Abwehr gegen Schuppen. Wenn Wasser draußen bleibt und Schweiß entweicht, wenn du den Wind nicht spürst und deiner Ausrüstung in jeder Lage vertrauen kannst. Gore-Tex-Produkte. Bei jedem Wetter erlebe den Unterschied. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein RTL. Aber nicht kurz, lass uns lang. Stanzer. Warum sind wir so großzügig? Ja, wir haben es jetzt. Wir sind die Schlipper-Kings. Hm. Na dann. Ey, was ist eigentlich mit Beute aufteilen? Ich will mal Kohle sehen. Ja, gut, wenn es sein muss. Wobei ich ja finde, dass ich den größeren Anteil verdient hätte. Immerhin habe ich uns auch angemeldet zum BG-Contest. Du hast uns hintergangen und wir haben uns vor aller Welt zum Affen gemacht. Also ich bestehe auf das volle Schmerzensgeld. Das sehe ich genauso. Ja. Danke. Danke. Hey, was soll das? Du hattest recht. Mit 5.000 Euro komme ich in der Ehe nicht weit. Mit 10.000 schon eher. Danke für die Idee. Das ist ein Scherz. Nein. Das ist eine Erpressung. Oder soll ich Paco erzählen, dass du hinter seinem Rücken Kredit auf die Turnhalle aufgenommen hast? Sag mal. Oh, du gehst ja mal ran, du gehst ja richtig. Robert, wieso hast du dein Stützkorsett nicht an? Alles nervt. Aber das ist doch nicht zum Spaß da. Ja, jetzt lass doch mal dieses blöde Stützkorsett, das wird doch jetzt nur nerven. Komm her. Robert! Mann! Das ist nicht lustig, du spielst mit deiner Gesundheit. Ich bin kein Invalide. Ich hab's nur mit dem Rücken, also behandle mich bitte nicht so. Ich mach mir Sorgen. Ich bin kein Pflegefall. Oder mache ich mir was vor, Irina? Sag's ruhig. Sei ehrlich zu mir. Bin ich ein Pflegefall? Ich weiß nicht, was du jetzt hören willst. Dass ich ein nutzloser alter Mann bin, mit ein Problem, arbeitslos und lässt sich von seiner Frau aushalten. Das ist doch gar nicht so. Lüg mich doch bitte nicht an. Du bist doch nur aus Mitleid mit mir zusammen. Nur aus Mitleid. Ich könnte es selber kotzen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin ein erbärmlicher alter Jammerlappen im Stützkorsett. Darum darf ich dich auch nicht anfassen. Ja, so sieht's aus. Genau so sieht das aus. Ute, magst du dich mal kurz zu mir setzen? Hier. Was ist das? Ein Flugticket nach Barcelona. Und was soll ich damit? Na, was wohl? Nach Barcelona fliegen. One way. Du kannst sogar da bleiben. Wieso sollte ich? Weil ich das sage. Du kannst dir in Spanien ein neues Leben aufbauen. Konrad wird sich bestimmt sehr freuen. Unter Umständen wäre ich sogar bereit, dir einen Zuschuss zu zahlen.
Du willst mich aus der Stadt verjagen? Drehst du jetzt komplett durch, oder was? Ich biete dir einen Neuanfang an. Da muss man doch nicht gleich so rumzicken. Ich entscheide selber, wo ich lebe und wo nicht. Das hier kannst du dir sonst wohin stecken. An deiner Stelle würde ich mir das sehr gut überlegen. Wieso? Entweder du fliegst nach Barcelona oder es gibt Krieg. Deine Entscheidung. Eines Mannes ist weder eben noch gleichmäßig. Der neue Braun Series 9 mit 5 aufeinander abgestimmten Rasierelementen passt sich selbst den feinsten Konturen perfekt an. Für die effizienteste Rasur der Welt. Series 9 von Braun. Die perfekte Geschenkidee für Weihnachten. Jetzt mit bis zu 50 Euro zurück. Wussten Sie eigentlich, wenn Ihre Kfz-Versicherung die Beiträge erhöht hat, dann können Sie auch jetzt noch zu günstigen Hukoburg wechseln. Deutschlands bester Kfz-Versicherer mit dem fairsten Preis. Nutzen Sie Ihr Sonderkündigungsrecht. Mehr Infos auf huk.de.